Grafik ist einfach nur so liebevoll gemacht. Ich finde dieses Spiel so schön, einfach nur. Okay, Entschuldigung. Wollte nicht davon ablenken. Okay, immerhin hat es ein bisschen Auswirkungen. Auch hier wieder alles voll mit vermissten Postern. Da ist Mrs. Grant. Reden wir doch mal mit Mrs. Grant. Hi, Miss Grant. Excuse me, Max. I know everybody loves being asked to sign a petition. But would you do Miss Grant a favor and hear me out? Natürlich hören wir ihr zu, Miss Grant. Sure, I always have time for you. What's the petition? David Mattson, our chief of security, wants to put surveillance cameras all around the campus. Halls, classrooms, gym, dorm rooms, etc. Blackwell Academy should be a high school, not a high security penitentiary. Das ist verrückt. That's crazy. I get why schools should be on high alert these days, but cameras in the dorm rooms. It's a slippery slope, and it's up to you and your classmates to stand up here. Blackwell Academy has a noble heritage. From the Native Americans who founded this land to the pioneers who shared it in peace, not fear and violence. So alt ist Blackwell? Blackwell is that old? That's incredible. You should learn a little history about your alma mater. You'll find some fascinating facts. There's a lot of power in this region. I think it helps the creative juices flow around here. Now, before I assign you homework with this lecture, will you please sign the petition to keep our campus from going back to 1984? Natürlich unterschreiben wir die Petition. Wir wissen gerne überwacht werden. I don't mind security, but not pure surveillance. I knew you were my favorite new student at Blackwell for a good reason. Das freut mich. Okay. Plakate. Hier sind wieder alles vermissten Poster dran und hier drunter können wir noch ein Plakat sehen, ansehen. I would so be there if a Sasquatch actually did battle a Razorback. Lesen. Diesen Freitag, die Bigfoots lassen die Erde erzittern. The Bigfoots vs. the Razorbacks. 11. Oktober, Freitagabend, 19 Uhr, Blackwell Platz. Komm als Bigfoot, gewinne einen Preis. Komm als Razorback und du landest auf dem Grill. Die beste Pizza in Arcadia Bay. Ein Stück plus ein Getränk, 3,50 Euro. Was haben wir denn noch hier so Schönes auf dem Schulgelände? Wer sitzt denn hier rum? Hayden? Können wir mit ihm reden? Wir können mit Hayden reden. Reden wir mal mit ihm. Hey, Hayden. There she is. The Retro Selfie Master. That's me, all right. You look relaxed as usual, Hayden. It's a skill one cultivates at Blackwell. Especially when one represents the Vortex Club. Not to boast. Vortex Club, Nathan Prescott, lass uns später reden. Ich würde sagen, Vortex Club. What the hell is the Vortex Club anyway? Seems so elitist. Only if you're not cool enough to get in. And it doesn't hurt your resume. If you say so. I do. But you should actually come hang with us one night, then you wouldn't be so inclined to gossip. Mit dem Vortex Club rumhängen? Ich denke nicht. I don't think so. I'm not Miss Party. That's because you haven't partied with us. Or even Victoria, who's pretty funny when she's baked. It seems weird to think about partying with all those Rachel Amber posters up. You're high. Rachel used to hang out with us too. She was a blast. Smart, not bitchy like, you know. Rachel, frag mir mal nach ihr. So you knew Rachel Amber? I knew she liked to party. Fun to be around. Oh yeah, and she was hot. Was haben wir denn? Mochte Victoria Rachel? Was ist mit ihr passiert? Rachel war im Vortex Club? Ich bin noch verwirrte. Lass uns später reden. Was ist mit ihr passiert? What do you think happened to her? Whatever happens to people who disappear without a trace. Rachel war im Vortex Club? Rachel was actually a member of the Vortex Club? No. Rachel was like her own club. She was actually too cool for us. And I'll deny I ever said that. Mochte Victoria Rachel? Did Victoria like Rachel? She seems like the jealous type.
don't think you know Victoria so well. She respected Rachel, even if she didn't act like it. Nathan Prescott. Do you really want Nathan Prescott to represent? Oh, please. Nathan is like everybody's voodoo doll. Kill the rich kid. He's all right and a fun guy to hang with. Fuck the haters. Wirkt labil? Na gut. Wirkt labil. Sollen wir ehrlich sein? Ich würde sagen, na gut. Wir halten uns Fair mal enough, zurück. But I'm still not going to party with him. Your loss, bro, is fucking hilarious when he's blazed. And he does always have the best shit. Weil das Let's auch, talk later, Hayden. Weil das auch die besten Personen auszeichnet. No, I have to get my chemical on and study. We should get you and Dana out one night. Wen haben wir noch hier so auf dem Campus? Da hinten. Warren schreibt uns eine Nachricht. Okay, Warren ist dann auf alle Fälle weiter. Okay, wo ist deine neue Nachricht hier? Hi Max, kannst du mir einen Stick mitbringen? Brauche Info und Platz. Hallo. Sorry, bin spät dran. Verrückter Tag. Ich sehe dich auf dem Parkplatz. Bin cool. Wirst schon sehen. Meine Kamera ist bereit. Bis gleich. Hoffentlich. Okay, I better get to my dorm and grab that flash drive. Aber zuerst sehen wir uns hier noch komplett um. Drücke Tab, um dein Tagebuch zu öffnen. Ja, hier haben wir das Tagebuch. Das lese ich jetzt mal nicht vor. Hier haben wir unser Foto schon und zuerst das. Okay, den Typ weiß ich ganz genau, wo wir finden. Gehen wir erstmal hier nach hinten gucken, was wir haben noch hier. Oh, die berühmte Raucherecke. Ansehen. Ew, gross. At least switch to E6. Und? Oh, that's not nice. Poor little otter. Armer Otter. So, was haben wir hier noch? Plakat. Plakat, ansehen. They sure get a lot of mileage out of otter power. Ich hoffe, ich nicht ausgenudelt. Blackwell Academy, Otter sind flotter. Schwimmteam 2012. Ja, okay, der Spruch ist echt irgendwie nicht so optimal. Klingt bisschen ziemlich wenig kreativ. Ansehen. Otter power? I'm so not there. Auswahl für das Otter-Schwimmteam. Otter sind flotter. Kannst du zum Sieg schwimmen? 6. bis 8. September, 14 Uhr. Werde Mitglied eines der besten Highschool-Schwimmteams der Nation. Ansehen. And this is where the otters perform their aquatic magic. Ich kann es jetzt so gar nicht lesen. Swimming pool warning. No admittance without faculty supervision. Open hours Monday to Friday, 6 a.m. to 7 a.m. Okay. Swimming pool. Also hier. Hier haben wir nochmal eine Anschlagwand, natürlich mit einem Vermisstenposter und ein Flugblättern. I'm sure this poster has stopped millions of bullies. Zu viel Information. Lebe in der Gegenwart. Multitasking beschäftigt deinen Geist, nicht deine Seele. Soziale Medien sind kein Ersatz für die Realität. Besuche das Buddhismuszentrum. 380 Schrader Road, Arcadia Bay, Oregon. Stopp das Mobbing. Niemand, der mobbt, hält sich für einen schlechten Menschen. Denk nach, bevor du handelst. Wenn du Gefahr läufst, jemanden zu mobben, besuche www.bullyforyou.org. Wir stehen hinter dir. Bibelkreis, auf der Suche nach anderen Christen für Lesungen und Diskussionen. Danke und Gott segne dich. Kontakt kate m@blackwellacademy.ed. Kate Marsh also. Sie organisiert den Bibelkreis hier. Und was haben wir hier noch? Das ist der Parkplatz. Da wollen wir im Moment noch nicht hin. Hier haben wir noch ein Schild. Jawohl. Parking. Da wollen wir es nachher hin. Wir müssen jetzt erst noch den USB-Stick holen. Für Warren Baum. Hinsetzen. Das ist eine meiner Lieblingsspielemechaniken in Life is Strange. I thought I could just fit right back in at school. But with all this shit going on, I'm even more an outsider. And who can I confide in besides my journal and my camera? Man, these are supposed to be the best years of my life. This is what it's like to be alone and feel lonely at once. Okay.
Okay, wir sind wieder am Anfang und wir stehen wieder auf. Ich finde es einfach immer so schön, wie sie hier, wie man sich irgendwo hinsetzen kann in Life is Strange und wie sie dann resümiert über die letzten Ereignisse, die passiert sind. Hier haben wir noch Brooke. Dann reden wir doch mal mit Brooke. Hi Brooke. Let me guess. You wanna fly my drone? Ich weiß natürlich, wie sie darauf reagiert und wir fragen nicht, ob das legal ist, sondern liebend gern. I'd love to. I love planes and balloons and this is neither. Do you know what a drone really is? A weapon, right? No. You read too many conspiracy sites. This might be too complicated for you. Funny. Warren said you were smart. Please, step back. Ja, sie mag uns leider nicht wirklich. Das ist so. Tasche, Ansehen. I'm almost sure Warren has the same bag. It looks a bit nerdy though. Okay, dann können wir uns glaube ich auch nochmal hier hinsetzen irgendwo, oder? Münzen. Schauen wir uns die Münzen an. This is a great image. All those rippling green coins. I hope everybody got their wish. Und hier oben können wir noch ein Foto machen. I bet the Blackwell founders would shit cats if they saw today's student body walking around like zombies on their phones. Ein Foto. Und hier haben wir das zerbrochene Skateboard. Kriegen wir hinten, das sind die Skater nämlich. Und dann setzen wir es noch kurz an den Springbrunnen hier hin. Hinsetzen. This day has been so insane. Everything is happening too fast. And none of it makes any sense. These visions, this power. I keep expecting to wake up one more time. But if this is a dream, then I'm not asleep. Which means somehow I did rewind time. So there has to be a reason. And I have to find out why. Dann stehen wir mal wieder auf und finden heraus, warum wir das haben. Was noch einiges in Zeit Anspruch nehmen wird, warum wir das wirklich haben. Beziehungsweise die Frage eigentlich nie wirklich beantwortet wird, warum haben wir diese Gabe? Und wen haben wir denn da hinten noch? Der war schwer zu überzeugen, das weiß ich noch. Da habe ich viel zurückspulen müssen, weil der viele Fragen gestellt hat. Genau, wir wollten einen Blick in sein Fotoalbum werfen. Dann reden wir mal mit ihm. Hey Evan, mind if I check out your cool portfolio? Let's see if you're worthy of it, Max. You'll have to answer a simple question. Who photographed the famous fallen soldier? Oh Gott, ich sollte es eigentlich noch wissen. War es Robert Dursner? Isn't it Robert Dorneau? Oh my. You can't even tell the difference between street photography and photojournalism. No portfolio peak for you. Okay, spulen wir zurück. Er war es nicht. Hey, Evan. Let's see if you're worthy of it, Max. You'll have to answer a simple Wer war das? Steve McCurry? Steve McCurry? Unless he could travel back in time. McCurry was born 5 years after the falling soldier picture. McCurry also shoots in color. In other words, no portfolio. Ah, das war echt, ich wusste noch, da habe ich echt auch beim ersten Durchlauf echt lange gebraucht, hey, das hinzukriegen. Evan. Okay. Es war Eugene Smith. Gotta be Eugene Smith. Well, they both were famous war photographer images. But you should know the difference. Oh, ernsthaft, natürlich ist es der Letzte. Wrong answer. Jeden durch, der Letzte ist es, okay. Hey, Evan. Let's see if you're... Robert Capa. Robert Capa, of course. I love his work, despite the controversy about that photo. My, my. This quiet child knows things. That's why I'm here. You're a kindred spirit, Max. Would you care for a perusal of my portfolio? It's not a privilege I grant to many. I'd be honored, sir. Dann werfen wir mal einen Blick in sein Portfolio. Evan's portfolio always looks so uber pro. I'd love to see his photos in there. Lesen.
These photos are great. And Rachel Amber's face yes, Rachel is mesmerizing. Schade, dass man hier nicht wirklich viel erkennen kann. Okay, hier sind eh abstrakte Landschaften nur drin. Ach, das war alles schon? Kann ich nicht umblättern? Schade, okay. Wen haben wir hier drüben? Wer saß denn hier? Luke, da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Vortex Club, ja. Was ist mit Luke? Ansehen. That's Luke Parker. Zachary pushed him into a locker last week. Go bullies. Ja, ein Hoch auf Mobbing. Das würde ich auch definitiv. Okay, Mobbing ist scheiße. Hello? Max, I don't feel like talking. Okay. Was ist los? Tut mir leid. Oh, sorry. I won't bother you. Dann lassen wir ihn wohl in Ruhe, wenn er nicht reden möchte. Und hier drüben müssen wir definitiv noch unser Foto von dem Skateboarder kriegen. Reden wir mal mit Justin. Sprechen. Yo, Justin. Check out the Max. Come to thrash? Oh yeah? Oh yeah? Bring it. What's your first move gonna be? Jump? You're such a poser. If you can't even name a simple nose slide or a tray flip, you should walk on. Okay, wir haben jetzt weitere Informationen, also spulen wir zurück. Yo, Justin. Check out the Max. Come to thrash? Um nose slides zu üben. I came to nose slide. But I'd love to see somebody do a tree flip. Oh, sick. You're not a poser. Nah, I just can't skate worth shit. Oh, check it. We're gonna destroy some rails for you. What do you want to see? War es der Nose Slide? Ich glaube, es war der Tree Flip, mit Go dem ich das Skateboard kaputt kriege. Let's get Trevor all over that action. War es das Foto, das ich brauchte? Moment, lass mal gucken. Ja, es war das Foto. Es ist zwar gemein, aber es ist für das Fotoalbum und für die vollständige Sammlung. Ein Eichhörnchen noch. Das weiß ich nicht mehr, ob wir das Eichhörnchen noch hier bereits kriegen oder ob das nicht später irgendwo ist, weil Episode ist ja noch ein bisschen. Okay. Reden wir mal noch mit Daniel, unserem Mobbing-Opfer von vorhin. Sprechen. What's up, Daniel? Oh, hi Max. Could I ask you a question? Would you mind letting me sketch you? I do put my sketches on Facebook though. Es wäre mir eine Ehre. Lieber nicht. Es wäre mir eine Ehre. I'd be honored, Daniel. Makes me feel like a muse. Funny, you should say that. I was just thinking about my real muse. Rachel Amber. Du kennst sie? Was ist mit ihr passiert? Ihre Poses sind kaum zu übersehen. Fang an zu zeichnen. Du kennst sie? You knew her? No, but once she asked me to draw her portrait. Oh, she was a natural. Was ist mit ihr passiert? So what happened to her? There's gotta be a story. She just stopped coming to class. Some people say she ran away. Some say she jumped off a cliff. I just hope she's okay. Ihre Poster sind kaum zu übersehen. Hard to avoid her posters all over campus. Kills me to see her sweet face used as a crime photo. She had a good heart. Okay, why don't you start drawing me? Even though I must be a step down from Rachel. No way, you're a good substitute, Muse. Dann fangen wir an mit Zeichnen. Oh, that's a good posture. Good, good. Best portrait ever. Fast so gut wie ein Selfie. Diese Tat wird Konsequenzen haben. Ich hoffe doch positive. Und dann gehen wir mal zu unserer, zu den Dormitories, zu den Deutsches Wort. Ah, Wohnheim, genau so.